Herzlich willkommen zurück zur Let's Play GTA 5. Letztes Mal haben wir die zwei Autos geklaut mit Michael, Franklin und dem gerade spielenden Trevor. Wir haben dort den Auftrag bekommen, dass dann noch drei Autos fehlen. Diese Mission hier habe ich jetzt schon zweimal versucht zu spielen. Jedes Mal ist mir während dieser Mission das Spiel abgeschmiert. Warum auch immer. Deswegen weiß ich jetzt, was mich so ein bisschen erwartet. Ich hoffe, dass dieser Fehler jetzt einfach nicht mehr passiert. Ich habe die Grafik wieder ein bisschen runtergeschraubt. Ich hoffe, das löst das Problem. Und zwar, ich hoffe es ganz gut. So, Trevor, du musst noch ein bisschen laufen. Deine Ausdauer muss sich erhöhen. Ja, wir dürfen sogar über die Ampel gehen. Wow. Und ja, also was müssen wir jetzt eigentlich noch machen? Genau, wir gehen jetzt zur Polizeistation. Wie ihr hier gerade sehen könnt. Genau, wir müssen zur Polizeiwache. Ja, sucht es euch aus. Und zwar, wir müssen mit dem Helikopter fliegen und ein paar Personen durchscannen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier hintergehe? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay, die erlauben mir das. Finde ich schon ein bisschen krass, dass sie nicht sofort auf mich schießen. Aber ich glaube, sobald man hier mit einer Waffe rumläuft, dann hört es aber auf hier. Dann werden die, glaube ich, ein bisschen aggressiv, die Polizisten, und dann greifen die mich doch, glaube ich, dann schon an. Und dann hier rauszukommen, ja, da laufe ich dir so richtig schön dickfett in die Arme. Ja, ich begleite dich. Wir steigen in den Helikopter, und beim Helikopter-Mission, es ist immer abgeschmiert irgendwann. Ich bin mal gespannt, ob es so funktioniert. So, das ist jetzt das Ganze. Wir können ran und rauszoomen. Wir können scannen oder wir können auch was abhören. Ja. Also das ist sehr, sehr interessant gemacht. Und der fliegt auch für mich. So, jetzt fliegen wir eigentlich erstmal zu Franklin. Und zwar der blaue Punkt, der ist jetzt rechts. Da hinten. Da fliegen wir jetzt mal hin. Und wir sehen da den Namen und die eventuellen Vorstrafen. Deswegen. Und wir sind im Funkverkehr mit Franklin. Der sitzt in einem Auto drin. Wir geben ihnen später Anweisungen. Es tut mir eigentlich sehr leid, dass ich die Mission jetzt leider schon ein bisschen kenne. Aber ich kann leider nichts dran ändern. So, außer Reichweite. Aber das ändert sich jetzt gleich. Pass auf mal, was er für ein... er hat schon was... wie heißt das? Da Erregung öffentlichen Ärgernisses. Mein Arsch ist halt ziemlich weit oben, Alter. Ein bisschen raus und dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. So, jetzt sollen wir in den Stadtgebiet Harvick kommen. Der befindet sich natürlich erstmal auf der komplett anderen Seite. So, scanne die Zielpersonen in Harvick. Also wir haben da jetzt drei Zielpersonen, die wir jetzt durchchecken können. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen das Gebäude fliegen können. Das weiß ich jetzt echt nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich habe auch nochmal den Grafiktreiber aktualisiert. Ich gehe nämlich davon aus, dass es die Grafikkarte ist. Nee, der fliegt höher. Okay. So, drei Personen. Ich weiß ja, fliegt der wirklich automatisch oder kann ich ihm... ich glaube, ich störe ihn. So, wir sind jetzt da drüber. Und scannen. Wir fangen an, Personen zu scannen. Hat was von Facebook hier. Nur ein bisschen anders. So, immer noch aus der Reichweite. So, wir können natürlich auch belauschen, das geht's gerade. Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit, das ist ja noch gar nichts. So, die beiden hier. Wir können auch hier anhören. Wir können quasi die beim Sex zuhören. Ja. Aber das möchten wir nicht. Beziehungsweise ich möchte das nicht. Steuerhinterziehung. So, die war jetzt aber nicht da. Den wir suchen, war jetzt nicht dabei. Das heißt, wir müssen weiter suchen. Und zwar weiter rechts. Da. Und ich weiß natürlich jetzt, welcher das hier ist. Es ist nämlich hier einer.
Und deswegen scannen wir das jetzt einfach mal. Die reden auch gerade nicht. So, da haben wir ihn, der Chad Mulligan. Oder Mulligan. So, aber kein Fahrzeug in Sicht, genau. Den sollen wir jetzt, wobei, den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, genau. Weil sein Wagen, den sollen wir klauen. Das ist die Aufgabe. Ich muss mal mein Headset kurz richten. Also auf keinen Fall aus den Augen lassen. Ja. Und der Hund ist auch niedlich da. Oh. Also soweit ist jetzt, soweit kenne ich die Mission. Ich weiß auch ungefähr noch, wie es abläuft. Irgendwann sage ich euch, da ist das Spiel abgeschmiert. Beim zweiten Mal ist es hier schon längst abgeschmiert. Deswegen bin ich jetzt gerade vor. Der müsste hier unten rauskommen. Von der Logik her. Ja. Okay. Man muss so ein bisschen mitdenken. Also man darf dann jetzt mit dem Fallkreuz jetzt nicht so kilometerweit aus dem Augen lassen. Also er geht noch zu Fuß. Und Franklin ist schon mit dem ist jetzt nicht relativ weit weg. So, der kommt natürlich hier runter, ist logisch. Ja, das Ausrufezeichen. Ich glaube, wenn das Ausrufezeichen so eine gewisse Zeitspanne überschreitet, dann ist die Mission abgebrochen. Man hört auch kein Gespräch, dass er irgendwas redet. Hört er nicht, da kommt ein Auto. Das ist Franklin. So, super. Jetzt rennt er. So, jetzt müssen wir natürlich überlegen, wo kommt der aus? Habt ihr den Wagen gesehen? So, der ist jetzt in seinen Wagen geschnitten. Jetzt müssen wir den Wagen verfolgen, quasi. Also, quasi eine richtige geile Polizeiarbeit. Also, nur mit dem Helikopter mal hinterher gehen. Sollte jetzt mir jetzt nicht allzu schwer fallen. So. Deswegen bin ich auch jetzt weiter rausgesucht. Trevor gibt es quasi die Anweisungen, wo er lang fährt. Und hat seinen Spaß dabei. Und jedes Mal, wenn da natürlich ein Gebäude dahinter ist, dann müssen wir genau gucken, welches Fahrzeug das auch ist. Also wir müssen also auch die Farbe ungefähr merken und das Aussehen am besten. Sonst haben wir hier echte Probleme. Weil der fährt hier wirklich auch mal durch die ganz kleinen Gassen. Da seht ihr gerade den Franklin rechts am Bildschirmrand. Der hat den verfolgt. Da links. Ich habe gerade, der fährt nach oben. Also ich habe jetzt das heute Mittag halt kurz gemacht. Also man muss wirklich aufpassen. Das ist auch wirklich anstrengend für die Maus. Das war sehr, sehr knapp. Also, ich glaube, jetzt gleich kommt die Szene, wo das abgeschmiert ist. Also bis jetzt läuft doch alles flüssig. Ohne Probleme. Aber das kam vorhin auch nochmal so ganz plötzlich. Aber die Datei, die konnte ich weiterhin benutzen. So. Der fährt aber auch echt. Wow! Krass. Genau ab hier. Ungefähr ab hier kam dann. Genau, der fährt jetzt hier rechts. Und ab hier war das ungefähr. Und der Bus da ist auch noch knapp. Ja, ab hier. Der hat den Bus überholt, fährt jetzt hier rein und ab hier ist dann weg. Also ab jetzt ist es blind. Ab hier ist es blind. Da, dann fährt er durch. Ab jetzt wird's blind. Genau ab jetzt. Der ist jetzt nicht vorne oder hinten rausgekommen. Ich schau mal gerade oben noch. Jetzt fliegen wir tiefer. Okay. Boah, das wäre gar nichts für mich. Der möchte jetzt aber hier nicht landen, oder? Alter. Das ist ja nur der einzige Ausgang, oder? Der muss hier sein. Und den Wärme. Da. Da. Okay, ich habe etwas mehr Durchblick hier. Interessant. Also 4, 5. In der Mitte des Parkhauses zu finden. Ja, mache ich das schon, aber ich kann ja nicht weiter runter, so.
Ist. Ja. Sein könnte. Boah, Alter, ey. Welcher ist das denn jetzt hier? Suche nach einer weiteren Wärmequelle. Hab ich doch schon. Und der hier? Ob er telefoniert. Das könnte sein, ja. Nein, das ist er auch nicht. Den, ach, den haben wir kontrolliert. Ah, da bleibt ja noch den hier. Da, oh, als ob er sich da anlehnen würde, das glaube ich nicht. Also das würde mich schon stark wundern. Ja. Und dann haben wir noch da hinten den. So, dann haben wir hier noch einen. Den hier noch. Sonst haben wir keinen mehr hier. Wo muss ich noch heranzoomen? Kann sein, weil ich ganz kurz. Ja, weil ich weiter weg war. Der guckt auch. Der sieht echt verdächtig aus. Ja. Nein, nicht in den. So, wir kriegen jetzt das Auto. Nicht mein Baby. Soll ich dich erlösen? Wenn das dein Baby ist. In einem guten Zustand. Okay. Sollte machbar sein. In einem guten Zustand. Ja. Das heißt auch am besten keinen mitnehmen. Sehen wir jetzt den Heli noch? Nee. Okay. Also den Heli habe ich nicht mehr gesehen. Sehr, sehr schade. Aber die Mission ohne Probleme bis jetzt. Sehr schön. Oh Gott, nein. Shit. Okay, er sagt gerade, dass er den Wichser am Leben gelassen hat, aber ein Fehler. In dem guten Zustand. Sollte ich die Karre abliefern? Das habe ich schon mal nicht mehr geschafft. Aber jetzt erstmal die Polizei, die ist viel, viel wichtiger. So. Geil, den stört das gar nicht, dass ich hier mal so reinplatze. Ja. Ich würde schon meine Panik bekommen. Da wird er wahrscheinlich die Polizei gerufen und die findet mich aber nicht. Ich glaube, da gibt es weniger Geld, wenn der hier halb kaputt ist, oder? Ne, ich bin nicht auf der Autobahn. Spiel. Da verwechselst du was. In der Regel verliert die Polizei mich gar nicht so schnell. Obwohl doch, so viel Streife fährt ja auch eigentlich gar nicht. Ja, aber anhand des Autos, wenn man an der Streife vorbeifährt, müsste es eigentlich wieder auffallen. Also das ist momentan ein Schatter hier, wo ich sehr, sehr oft lang fahre, habe ich das Gefühl. Da kommt ein paar Schilder mitnehmen, das geht ja noch. Über die Brücke nur, ja, genau. Quasi auf die kurz auf die Autobahn wechseln. Ja, genau, und eine Station weiterfahren. Wenn überhaupt. Nicht mal eine. Ja. Ist das hier nicht der Flughafen, wo wir schon mal jemanden, wo wir nicht den einen von der Folterei abgeliefert haben? Ja. Ah, der steht mir natürlich genau mitten im Weg, okay. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Da drüben zur linken. Okay, danke. Das freut mich sehr. Oh yeah. Ich liebe dieses Spiel. Oh yeah. So. There
You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one, then, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go!